Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter an diesem Freitag. Ja, wir wollen uns mal damit beschäftigen, wie sich das Wetter jetzt so bis Mitte Oktober entwickelt, ob da mal so ein bisschen Bewegung reinkommt, ob der Herbst vielleicht mal durchschlägt. Momentan tut er das ja nicht. Es ist ja eher viel zu warm, ungewöhnlich warmes Spätsommerwetter momentan. Zum Wochenende geht es mal ein klein wenig runter mit den Temperaturen. Dann kommt allerdings dann zum Wochenbeginn schon wieder der nächste Warmluftvorstoß. Dienstag dann ein bisschen Bewegung rein mit einer kräftigeren Kaltfront. Allerdings danach könnten wir schon wieder in unser altes Muster zurückfallen. Ja, momentan hat man ja, wenn man zeitig aufsteht, auch die Möglichkeit, sehr schöne Sonnenaufgänge zu sehen, wie auch zum Beispiel gestern im östlichen Westerwald von Michael aufgenommen. Da hängt dann so über den Wiesen, über den Feldern mal ein bisschen Dunst oder Nebel oder über den Gewässern. Löst sich aber momentan noch relativ gut auf, das Ganze. Ja, allerdings ist es heute ein bisschen vorbei mit viel Sonnenschein im Norden und Nordwesten des Landes. Wenn wir nämlich hier mal auf unser kombiniertes Radar bzw. Sattbild von heute früh schauen, so dieses Dunkelrote, was ihr im Westen und Nordwesten des Landes seht, das sind schon die dunklen, die dichten Wolken. Dann, wenn man vielleicht ein bisschen genauer hinguckt, diese blauen, grünlichen Stippen, das ist schon mal so leichter Regen einer Warmfront, der schon mal so ein paar Tropfen bringen kann im Westen und Nordwesten, während wir sehen, dass der Morgen oder der Tag im Osten und im Süddeutschland noch mit viel Sonnenschein und nur örtlichem Nebel beginnt. Ja, wenn wir uns die Tageskarte anschauen, da sehen wir, dass dann doch insgesamt mehr Bewölkung heute unterwegs ist im Norden des Landes. Wie gesagt, erstmal diese Warmfront bringt allerdings höchstens mal so einen leichten Regen, der vorüberzieht. Ja, nachmittags, abends folgt dann von Nordwesten her die Kaltfront. Insgesamt frischt der Wind dann auch mal ein bisschen auf. Und mit der Kaltfront kann es dann nachmittags, abends dann im Nordwesten auch mal ein paar Schauer geben, örtlich auch mal ein bisschen kräftiger. Vereinzelte Gewitter will ich nicht ausschließen, sie sind aber eher unwahrscheinlich. Ja, auch wie wir gesehen haben, auch schon mal in der Mitte so ein paar Wolkenfelder mehr als zuletzt, wo sich wenig ändert. Das ist halt im Süden. Hier gibt es nach örtlichem Nebel wieder viel Sonnenschein. Und es wird auch noch mal ein ungewöhnlich warmer Tag sein. Insgesamt auch ein bisschen wärmer als noch gestern, vorgestern angedacht. Wir sind noch länger in diesem warmen Sektor. Niederschlagsaktivität, Heftigkeit ist doch etwas schwächer als noch angedacht. Das heißt, selbst im Norden heute noch mal bis zu 22 Grad. Und wir sehen, im Osten und Süden wird es noch mal richtig warm werden. Sommerlich warm mit den höchsten Werten so Richtung Thüringer Becken, Richtung unterer Neckar bzw. südlicher Oberrhein, wo wir sogar schon wieder bis zu 28 Grad schaffen können. Ja, schauen wir auf die kommende Nacht. Da ist es so, diese Kaltfront, die zieht dann, ist allerdings nicht besonders stark ausgeprägt, weiter Richtung Süden. Das heißt meistens eher nur so die leichten Niederschläge. Örtlich mal so ein bisschen schauerartig verstärkt das Ganze vielleicht so Richtung südliches Brandenburg. Auch an den Alpen könnten sich die Wolken etwas stauen. Im Westen und Nordwesten ist diese Front dann schon durch. Es trocknet ab, Wolken lockern auf. Aber es kann sich dann in dieser etwas feuchteren Luft auch im Westen dann mal Nebel oder Hochnebel ausbreiten. Ja, ein bisschen kühler wird die Nacht dann im Nordwesten, wo dann halt ja die Kaltfront durch ist, wo es mal auflockert, auch mal ein bisschen in den einstelligen Bereich. Am mildesten bleibt so Richtung Lausitz bzw. auf einigen Nordseeinseln. Ja, blicken wir aufs Wochenende. Zunächst mal kurz auf die Wetterlage für den Sonntag. Und ja, diese Kaltfront, die dann aufgezogen ist, die löst sich auf, gelangt schon wieder das Ganze unter Hochdruckeinfluss, wie wir hier sehen. Allerdings so über den Norden, da schleifen immer mal so ein paar Tiefausläufer hinweg. Und am Sonntag ist das dann eine Warmfront, wie wir hier sehen. Allerdings in Verbindung mit der Warmfront kommt dann schon wieder neue Warmluft von Frankreich her. Vor allen Dingen dann in die Südwesthälfte. Schauen wir kurz aufs Wochenende. Also der Samstag, noch so mal letzte Tropfen, letzte Schauer im Süden und Südosten. Wird auch wahrscheinlich nicht mehr viel sein, häufig schon hier trocken. Und dann gibt es allgemein so ein Gemisch mal aus anfänglichem Nebel, Hochnebel. Dann durchaus auch mal ja einigen sonnigen, teilweise auch längeren sonnigen Abschnitten. Im Verlauf des Tages bilden sich auch mal ein paar Quellwolken. Also alles in allem, es gibt diesen typischen Sonne-Wolken-Mix, der halt auch dann trockenes Wetter bringt. Und Temperaturen gehen mal leicht zurück. Aber wir haben ja dann schon den 30. September, den letzten Septembertag. Und da befinden wir uns dann mal so auch für die Jahreszeit ja normalen Temperaturniveau bei Werten so zwischen 18 und vielleicht 23 Grad im Südwesten. Sonntag dann, wie gesagt, diese Warmfront, die über den Norden hinwegzieht. Neue dichte Wolken, mal ein bisschen Regen. Am dichtesten die Wolken wahrscheinlich Richtung Nordseeküste. In der Südhälfte ab der Landesmitte,
Da gibt es wieder Sonnenschein, örtliche Nebelfelder lösen sich auf und dann ist es wieder verbreitet sonnig. Ja, und hier wird schon wieder etwas wärmer werden, so mit Werten von 22 bis 24. Südlicher Oberrhein, Markgräfler Land, Breisgau schon wieder örtlich 25 oder 26 Grad. Ja, dann gehen wir mal auf die neue Woche, wollen uns schon mal Richtung Dienstag bewegen. Und ja, da kommt Bewegung rein. Das ist relativ sicher, dass dann eine Kaltfront Richtung Süden zieht und dann zum Mittwoch auch im Süden dann zumindest vorübergehend mal dieses warme, ja, Spätsommerwetter beendet. Was ja noch ein bisschen unterschiedlich gesehen worden ist, haben wir gestern schon angesprochen, ist die Lage und die Stärke des zugehörigen Tiefs. Während das ECMWF dieses Tief doch relativ stark, zwar ein kleines, aber relativ starkes Tief so Richtung, ja, Südschweden oder Südskandinavien ziehen lässt, hat das GFS dieses Tief doch deutlich schwächer drin. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Windgeschwindigkeiten, auf die möglichen Windböen, die wir hier nochmal vergleichen wollen. Links das ECMWF von gestern Abend, rechts das GFS von heute Nacht. Und wir sehen beim ECMWF, käme es dann mal so auf Böen von 60, 70 km/h. Also es wird wohl sehr windig bis stürmisch werden, vielleicht auch mal örtliche Sturmböen möglich, sieht das GFS das Ganze doch deutlich entspannter. Auch hier würde der Wind mal auffrischen, aber halt deutlich schwächer bleiben als beim ECMWF. Also alles in allem, eine große Sturmlage wird es wohl nicht werden, aber mal so ein bisschen windiger, stürmischer, was wir jetzt ja schon längere Zeit eigentlich nicht mehr hatten. Alles Weitere werden wir noch abwarten müssen, wie sich es weiterentwickelt. So, schauen wir mal auf den Trend dann von Montag bis Mittwoch. Also auch am Montag schleifen mal so schwache Tiefausläufer über den Norden hinweg. Hier dichtere Wolken, mal etwas Regen. Sonst nochmal ein sonniger und warmer Spätsommertag. Höhepunkt nochmal der Wärme im Süden, Südwesten mit 26 bis 28 Grad. Südlicher Oberrhein vielleicht sogar bis knapp an die 30. Wir sind hier nicht mehr weit von den Oktoberrekorden entfernt, die hier so bei 30, 31 Grad liegen. Werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Nichtsdestotrotz ist es ein außergewöhnlich warmer Montag, ein warmer Oktobertag. Ja, dann schauen wir auf den Dienstag. Da ist es so, nach warmer Nacht, vor allen Dingen im Westen, dann nochmal bis knapp an die 20 Grad, zieht dann hier die Kaltfront auf mit Schauern, vereinzelten Gewittern. Das Ganze kommt dann auch so Richtung Nachmittag, Abend im Osten und Süden an, wahrscheinlich noch am längsten trocken in Bayern. Aber allzu stark sind die Niederschläge wahrscheinlich auch nicht. Aber die Frage bleibt halt noch hinsichtlich des Winds zu klären. Haben wir ja drüber gesprochen. Der wird auffrischen. Ob er vielleicht auch richtig stürmisch wird in der Nordhälfte, gilt es noch abzuwarten. Wir sehen aber auch im Süden und Südosten noch mal sehr warm, im Nordwesten dann hinter der Kaltfront schon die Abkühlung. Am Mittwoch dann, ja, so typisches Rückseitenwetter, Tief zieht nach Osten ab, das heißt noch so ein paar Schauer, einzelne Gewitter nach Nordosten hin mit Hilfe eines Troges, sonst schon wieder Wetterberuhigung, nur noch wenig Regen, Temperaturen gehen etwas zurück, von Frankreich her schiebt sich dann schon wieder das nächste hoch rein. Ja, da wollen wir nochmal drauf schauen, wie es dann weitergehen könnte. Und das ist ja schon wieder was, was wir kennen. Wenn wir Richtung Donnerstag mal auf die Höhenwetterkarte gucken, ja, der nächste Höhenrücken macht sich breit. Von Südwesteuropa her wölbt er sich dann schon wieder auf, wird sich wahrscheinlich dann zum übernächsten Wochenende sogar noch verstärken. Das ist jetzt aus dem ECMWF wieder hohes Geopotenzial. Wir sehen das hier bis an die 5900 geopotenzielle Meter. Das heißt auch die 0-Grad-Grenze, Schneefallgrenze. Gut, Schneefallgrenze spielt ja keine Rolle, aber die 0-Grad-Grenze dann auch schon wieder sehr hoch. Das heißt, ja, auch in den Alpen wird es wieder sehr warm, sehr mild werden. Generell bleibt allerdings abzuwarten, wo jetzt genau sich das Hoch einfindet. Denn wir haben ja dann schon Oktober, liegt das Hoch so ein bisschen über uns. Dann haben wir windschwache Verhältnisse. Das heißt, Luftmasse kann sich dann auch aus eigenen Stücken nicht mehr so gut erwärmen. Nebel, Hochnebel könnte ein Thema werden. Da bleibt halt abzuwarten, ob auch wirklich die Warmluft, die ja hier nach dem ECMWF relativ weit westlich nach Norden strömt, uns dann auch erreicht, dass das gut durchmischt wird und dann auch wirklich eine Erwärmung sich einstellen könnte. Das GFS dagegen hat dieses Hoch ein bisschen östlicher dann zum übernächsten Wochenende drin. Wir eher so auf der Vorderseite im Bereich dieser Warmluft, die dann schon wieder von Spanien, von Frankreich her anrücken könnte. Ja, und das würde dann schon wieder so auf Temperaturen von durchaus über 20, vielleicht sogar bis zu 25 Grad hinauslaufen. Was ich euch nochmal zeigen möchte, ist danach die Niederschlagsmengen jetzt bis übernächstes Wochenende. Ja, und da sehen wir, dass bei uns nicht allzu viel bei rumkommt. Wir haben über diese, ja, schwachen Tiefausläufer gesprochen, jetzt mit der Kaltfront heute, dann die nächste Kaltfront Richtung Dienstag.
Das heißt, vor allen Dingen im Norden, im Bereich der Küsten, sehen wir hier auch Richtung Dänemark. Da ist ein bisschen mehr Niederschlag drin. Sonst passiert bei uns, beziehungsweise dann halt auch über Südwesteuropa wenig. Die Tiefausläufer werden in einem weiten Bogen über den Atlantik Richtung Skandinavien geführt. Hier gibt es nennenswerte Niederschläge. Bei uns passiert nicht allzu viel. Eine letzte Karte habe ich noch. Gestern Abend ist ja auch der neue Langfristtrend des ECMWFs erschienen. Ich habe mal kurz drauf geschaut. Allzu viel Zeit hatte ich nicht mehr. Ich möchte euch hier nochmal die Luftdruckabweichung für den Zeitraum, ich glaube, es ist der 9. bis zum 15. Oktober zeigen, also für die übernächste Woche. Und da könnte so ein bisschen Bewegung reinkommen. Wir sehen, dieses Hochbollwerk ist so ein bisschen ja aufgesplittet, beziehungsweise hat sich abgeschwächt. Noch etwas überdurchschnittlicher Hochdruck oder Luftdruck im Bereich des zentralen Mittelmeers, stärkerer Tiefdruckeinfluss dann über Skandinavien, auch über Spanien, Portugal wird etwas verstärkte Tiefdrucktätigkeit angedeutet. Kann natürlich einerseits bedeuten, dass so ein bisschen mehr die Kaltluft vielleicht von Nordeuropa so zu uns dringen könnte. Andererseits kann natürlich auch das Tief über Spanien wieder wärmere Luft aus Südwesteuropa zu uns führen. Also das bleibt generell nochmal abzuwarten. Ich bin sowieso ein bisschen skeptisch, ein bisschen vorsichtig. Ja, auch zuletzt hat es ja immer wieder diese neuen Vorstöße dieses Höhenrückens von Spanien hergegeben. Das Ganze doch deutlich hochdrucklastiger als vielleicht mal angedeutet. Von daher warten wir mal ab, was bei rumkommt. Das war es erstmal von mir. Das war erstmal vorerst mein letztes Video. Nächste Woche mache ich mal eine Woche Urlaub. Aber dann ist Fabian wieder da, wird euch entsprechend auf dem Laufenden halten, wie es dann im Oktober weitergeht. Macht's gut, bis demnächst. Ciao.